Und vom Hotel an der Ostsee zu einem ganzen Gut. Bad Malente war nicht nur das Trainingscamp der deutschen Fußballnationalmannschaft zur WM 1974 in Deutschland. Schon viel früher sind da die Immenhof-Filme gedreht worden. Viele kleine Kinder auf kleinen Ponys, dazu gute Laune. Und die ganz kleinen Problemchen, die haben sich da fast von alleine gelöst. Sie können die Filmkulisse besuchen. Bei einer Führung tauchen Sie da noch mal in die Welt von Dick und Dalli ein. Wenn ich jetzt hier schaue, einige junge Damen, eine ältere Herrschaften. Und jetzt gleich mal die Frage, wer kennt die Filme? Oh, sehr gut. Harald Düsterhoff ist in seinem Element. Der Fotograf aus Malente ist selber großer Immenhof-Fan. Er weiß einfach alles über die Streifen aus den 50ern. Also Sie sehen hier Oma Jansen, der Pferdehändler, verhandelt mit ihr, will den Preis für die Ponys drücken. Und Sie stehen jetzt hier exakt an der Stelle, wo die Szene gedreht worden ist, wo die Kamera stand. Sie können das an dem Fallrohr dort gut erkennen. Läuft hier runter. Die Immenhof-Filme waren in der Nachkriegszeit ein Kassenschlager. Kommt mal her! Also Kinder, alles in Ordnung. Morgen ist der Probeabzug da. Wir korrigieren ihn und übermorgen früh sind die Prospekte fertig. Das ist prima. Einmal vor Ort sein. Einmal die Original-Filmkulisse hautnah erleben. Das zieht bei den Fans. Die Führungen sind meistens gut besucht. Der Mythos Immenhof lebt, auch nach mehr als 60 Jahren. Ich denke mal, in erster Linie natürlich dieses heile Welt-Image, aber natürlich auch ein reeller Hintergrund. Zum Beispiel merkt man, wenn die Flüchtlinge, die da waren, wie die weitergekommen sind und eine gewisse Aktivität, dass es irgendwie immer weitergeht. Die Umgebung hier und die Landschaft und ja, ist einfach, man kann da schwelgen, wenn man die Filme guckt und ja, mal ein bisschen abtauchen und die Sorgen vergessen. Pünktlich! Eine Invasion! Ja, Frau Henriette, wenn die nun alle bleiben wollen, dann bauen wir an! Natur, Ponys und Familie, das war das Erfolgsrezept der populären Filmreihe. 10 Jahre nach Kriegsende lechzte das Kinopublikum nach so einem Stückchen heiler Welt. Und das scheint auch heute noch anzukommen. Der Höhepunkt der Führung, der Besuch im Herrenhaus. Die Musik weckt Erinnerungen, zum Beispiel an diese Szene. Die Immenhof-Ponys auf dem Lübecker Markt. Der Filmklassiker machte die gesamte Region berühmt. Originalschauplätze draußen auf jeden Fall, aber drinnen? Aber diese Treppe hat hier in dem Haus nie gestanden. Man muss dazu Folgendes wissen, dass ganz viele Innenaufnahmen in Filmstudios gedreht worden sind. Noch ist das Herrenhaus unbewohnt. Der neue Besitzer will aus dem Gut ein Ponyhotel machen, wie in der Filmvorlage. Zurzeit fehlt noch das Geld. Die Filme hatten alle ein Happy End. Vielleicht gilt das ja auch für die Wirklichkeit. Und da sage noch mal einer, dass das Leben kein Ponyhof sein kann. Gleich geht's in die Rühler Schweiz. Vorher bekommen Sie aber noch die Lust auf Norden. Kurztipps von uns.